Hört ihr Leute und lasst euch sagen, der Prinz hat zur Herausforderung eingeladen. Und alle strömten sie herbei aus dem gesamten Königreich, um an der Herausforderung des Prinzen teilzunehmen. Und damit herzlich willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, bei der Herausforderung des Prinzen, der eingeladen hat, zu einem Kampf hier, um die besten Preise einzuheimsen. Wir wollen mal schauen, ob wir da nicht den einen oder anderen Preis so mitnehmen können. Gucken wir erstmal, was war in den Truhen so haben. Wir haben ja nichts Wildes zu öffnen zurzeit. Aber diese Herausforderung kommt mir eigentlich ganz zugute. Oh, das ist gut. Okay, das war nur einmal der Rambo. Guck, der ist gut zum, die sind gut zum Spenden. Denn ihr seht selber oben, ich habe 2693 Pokale. Hab mich so ein bisschen festgefressen jetzt in Arena 9. Und da kommt mir aber die Herausforderung des Prinzen hier genau recht. Ich habe also 10 Diamanten, Juwelen, ich weiß gar nicht, was sind, einmal eingeworfen, um an der teilzunehmen, denn die läuft nur noch 13 Stunden und wenn ich die jetzt nicht spiele, dann weiß ich auch nicht mehr, wann ich sie spielen soll, denn irgendwo muss ich ja auch mal ein wenig arbeiten und ich würde sagen, wir gehen direkt rein hier in den ersten Kampf, gucken wir mal, was auf uns zukommt. Ah, okay, oh, da muss ich wieder die Karten auswählen, da weiß ich natürlich nicht wirklich, was ich da immer so auswählen soll. Oh, 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 okay. Ich spiele mal den. Ja, okay. Ja, ganz klar ihn hier. Und dann geht das auch schon los. Gucken wir mal, was auf uns zukommt. Der Jack B. kommt auf uns zu. Und ich würde sagen, wir starten hier mit dem Ofen. Und er kommt jetzt auch... Oh, der Friedhof jetzt als Dev, was natürlich nicht schlecht ist. Okay, er hat natürlich die Rakete. Aber wir haben den Rambock, der ist natürlich sehr cool. Mal schauen, wie weit wir damit kommen jetzt mit unseren echten Bodentruppen an Massen. Mal sehen, ob er sich da überhaupt wehren kann mit dem Babydrachen. Das sieht aber, das sieht noch durchwachsen aus für uns. Und, ich sehe es gerade. Der da unten, oh. Ja, okay. Ihr wisst selber, ich bin nicht der beste Clash Royale Spieler, aber ich habe so ein bisschen was ja aus meinen Decks gemacht. Und alles nicht so schlimm. Alles noch im grünen Bereich hier. Ich habe natürlich wirklich echt ein komisches Deck jetzt gerade mal zugange. Und okay, der geht auf den Ofen. Ich muss hier den Friedhof zur Verteidigung einsetzen. Das ist natürlich echt ein bisschen komisch. Und das macht aber nichts. Rambock nochmal dahinter geschickt. Der geht in jedem Fall, denke ich mal, nochmal durch. Da kann der Babydrache jetzt nichts mehr dran reißen. Und dann schicken wir schon mal unsere Bogenschützin hier zur Verteidigung. Denn unser Turm ist auch ganz nah dran zu fallen. Ich habe einen Spiegel. Okay. Ich habe hier einen Spiegel. Das sehe ich jetzt erst. Ja, ich würde sagen, den einen halten wir in jedem Fall. Das sieht noch ganz gut aus. Ja, da kann ich mal ganz entspannt sein. Das bin ich ja sonst nicht, das wisst ihr. Das Spiel ist überhaupt nichts für mich. Und was ich aber mal mache, jetzt genau hier, ist, dass ich hier mal richtig fett reinblitze. Oh, das hat zugeschlagen. Jawohl, das hat super zugeschlagen. Und da haben wir gut verteidigt, glaube ich. Okay, 922. Der hat jetzt schon ein bisschen was verloren hier. Ich muss wieder den Friedhof zur Defense einsetzen. Und ich denke mal, wir setzen auch hier wieder noch so einen Turm, dass der Riese da ein bisschen hinmarschiert. Er versucht ja jetzt zwar ein bisschen zu kontern, aber das gelingt ihm nicht. Und ich würde sagen, wir gehen trotzdem hier mit der Rakete ist er ganz gut weit gekommen. Zweiten Rambock hinterher als Spiegel. Gucken wir mal.
Das sieht noch ganz entspannt aus. Jawohl, jetzt habe ich da hinten gleich ja, 4 Barbaren dran. Erstes Spiel gewonnen, super. Läuft gut. Hätte ich jetzt gar nicht so erwartet und ich denke, ihr hättet das auch nicht so von mir erwartet. Aber ich habe so ein bisschen Clash Royale geübt. Ich bin nicht umsonst jetzt ein bisschen festgefressen in Arena 9 und spiele ganz, ganz sachte meine Decks hier, rege mich auch gar nicht so stark auf. Ich sehe, dass die Korntruhe hier ja auch gut befüllt wird und war, denke ich mal, oh, jawohl, da haben wir sie doch schon einmal. Wunderbar, ja. So liebe ich hier die Folgen, ne? Und ihr sicherlich auch. Da spiele ich mal den ich am besten spielen kann, denn den habe ich auf Level 2 gelevelt. Den Inferno-Drachen. Und ja, wir nehmen mal die hier mit. Ei, wir haben ja überhaupt nichts außer Luft hier. Okay, wir haben gar nichts außer Luft jetzt. Mal sehen, ob wir da überhaupt was defenden können. Ansonsten muss der Inferno-Drache als Defense herhalten. Das ist nun mal so. Wir spielen gegen, wie heißt er? Earth to Earth, okay. Oder Earth. Kann es gar nicht genau erkennen. Ah, wir haben so einen Blasrohr-Typen dabei. Das ist natürlich nicht schlecht. Und den wir in jedem Fall dabei haben, das ist unser Inferno-Drachen hier. Denn der soll in jedem Fall den Lava-Hund hier wegbrezeln. Ja, das sieht noch ganz gut aus. Und ja, weil es ja eine Prinzenherausforderung ist, hauen wir den auch gleich mal hier rein mit Attacke. Der stürmt jetzt los und macht leider keinen Anfangsschaden. Okay, da muss ich hier... Oh nein, der war jetzt zu nah dran gesetzt. Aber okay, da kommt er auch nicht wirklich jetzt mit durch. Das sieht noch ganz gut aus. Ja, das sage ich ja immer. Das sieht auch ganz gut aus. Nein, es sieht natürlich scheiße aus für mich. Deswegen muss ich hier jetzt so ein bisschen mit Nahkampf ran. Ah, der geht aber auch nicht gut durch. Okay. Da setzt er jetzt den Scharfrichter. Mal sehen, ob er den auch noch gegen meine Kobis setzt. Ja, das macht er auch noch. Gegen mein Fass. Ist nicht so tragisch. Ah, der ist echt stark. Also, scheiße. Der Hock geht durch. Der Hock geht durch. Der Hock geht in jedem Fall durch hier. Dadurch, dass er natürlich hier die kleinen Mini-Skellies hat, habe ich so einen kleinen Nachteil, denn dadurch sind meine Truppen doch arg abgelenkt. Aber mal gucken, ob wir jetzt nicht ein bisschen Schaden an seinem Turm machen können. Das können wir in jedem Fall. Ja, das ist aber noch nicht viel. Ich denke, da muss ich auch erst wieder die hier setzen und dann... Ah, er frostet. Okay. Ja, das sieht scheiße aus für uns. Ist aber nicht so schlimm. Die Herausforderung ist ja auch eine Herausforderung, ne? Muss man auch so sagen. Und mal gucken, ob wir nicht noch ein bisschen an seinen Turm rankommen hier. Müssen allerdings jetzt so ein bisschen defenden hier. Das machen wir mal mit dem Blasrohr, Kobold und jetzt greifen wir mal an mit dem Inferno-Drachen. Mal sehen, ob er uns jetzt wieder die Skellies auf den Hals schickt. Nein, er schickt uns den Scharfrichter. Mal sehen, ob wir die ein bisschen ablenken können. Können wir natürlich nicht. Was ist das denn eigentlich für ein Zauber hier? Okay, das ist ein Blitzzauber. Der hat jetzt überhaupt nicht reingehauen. Ich denke mal, das Ding geht in die Dutten. Da hat er einfach das bessere Deck gewählt, weil ich kenne die Karten hier nicht, muss ich sagen. Ah, okay. Das haben wir verloren. Ich kenne die Karten überhaupt nicht. Das liegt einfach daran, dass ich auch viele von meinen Karten noch nicht angespielt habe, wie zum Beispiel diese komische kleine Mini-Armee. Und da komme ich nicht mehr zurecht. Ja, das ist einfach so. Mal schauen, ob wir hier so ein bisschen was mehr reißen können. Dann nehmen wir mal den Magier. Das ist eine billige Truppe hier, obwohl der Turm auch nicht schlecht ist. Hier kann ich eher die hier spielen. Und ja, da finde ich die immer am sinnvollsten. Mal sehen, was der Gegner für uns aufwartet. So, warten wir mal noch auf den Gegner. Ja, das sieht ganz gut aus. Okay, geht wieder los. Ach nein, diese drei, die sind so sauteuer.
Ja, und er kommt hier gleich mit dem. Er stimmt natürlich mit dem Minipacker hervor. Und den können wir in jedem Fall so ein bisschen ablenken hier. Auch die beiden Bogenschützinnen sollten jetzt nicht so das Problem darstellen. Was wir aber mal machen, wir stellen jetzt hier mal den Minenwerfer hin. Mal gucken, wo der drauf geht. Ah, der geht auch auf den Turm, okay. Das ist natürlich nicht schlecht. Ja, okay, da kontert er natürlich ganz gut damit. Und ziehen wir die Musketiere mal nach. Die ist, denke ich mal, stark genug für die Truppen hier. Jo, das... Ich weiß, der Spruch ist überflüssig. Oh, was habe ich denn da unten noch im Deck? So ein Mist. Naja, gut. Das musste ich jetzt einfach mal machen zur Ablenkung. Das ging nicht anders, auch wenn der natürlich jetzt durchgeht. Ja, da kann ich nichts dran reißen. Der ist durch. Aber es ist noch nicht alles verloren. Wie gesagt. Ja, es sind halt manchmal Karten dabei, die kann ich nicht spielen. Und wie soll ich da unten diese drei Musketierinnen eigentlich rauskriegen? Die kosten 9 Elex. Und ohne Pumpe, ohne alles, bist du natürlich hier so ein bisschen verloren. Ja, ersten Turm jetzt schon von ihm weg. Ich ziehe die jetzt gleich mal. Weil wenigstens einmal, dass ich die wenigstens einmal rauskriege. Aber erst wenn die beiden hier vorbei sind, denke ich mal. Jetzt fängt gleich auch schon die Doppel-Elixier-Phase an. Ach, keine Karte ausgewählt, okay. Mal sehen, wie weit die jetzt durchgehen. Ja, das sieht ganz gut aus, sage ich ja immer. Wir ziehen noch eine Schützin hinterher, aber er hat den Packer, okay. Ja, den kann ich jetzt nur damit ablenken und vielleicht noch hiermit. Jetzt setzt er mir aber schon einen Turm direkt vor die Nase hier. Das ist natürlich richtig kacke. Aber wir ziehen mal den Minenwerfer nach und unsere Skellies. Mal schauen, ob wir nicht doch noch ein bisschen näher kommen. Ich denke mal, das Ding ist aber trotzdem verloren. Wir kommen hier nicht wirklich nahe. Und er hat auch den Prinzen im Deck. Der kann natürlich auch gut verteidigen. Ach ja, das ist halt eine doofe Herausforderung für mich. Ist aber nicht so schlimm. Ich spiele den Prinzen eher aktuell überhaupt nicht in irgendeinem Deck. Und muss diesen blöden Pott hier wegkriegen. Das geht nicht anders. Gutes Spiel, danke. Ja, danke schön. Ja, ich danke auch. Das war jetzt schon das zweite Mal verloren. Ja, so ist das nun mal. Ne, wenn der Toto clasht, dann geht das nicht immer gut. Ich muss auch die Karten spielen, die ich so ein bisschen kenne. Oh, die kenne ich ja gar nicht. Und die sind so teuer, ey. Guckt euch das mal an. Wie teuer soll ich denn mein Deck noch machen? Gegen TNT. Okay. Oh, das ist natürlich nicht schlecht. Gleich so ein Holz gesetzt hier. Das kommt ganz gebückt. Aber das können wir kontern hier. Auch den Loon, denke ich mal, können wir kontern. Und schauen mal, wie wir unseren Inferno hier jetzt ganz gut durchkriegen. Mit den beiden Bogenschützen hier. Aber unser Magier macht jetzt schon mal so ein bisschen Schaden. Okay, da haben wir schon mal ein, zwei Hits auf den Turm bekommen. Das ist nicht schlecht. Was haben wir denn noch im Deck hier? Die Pumpe, wir haben Rambock. Boah, das sind komische Karten, komische Decks. Macht aber nichts. Wir starten hier hinten jetzt mal mit einem Riesen und hier der Königin. Die ist auch abseits des Holzes, denke ich mal. Und macht hier die Elite-Barbaren sicherlich weg. Dann ziehen wir hier gleich wieder unseren Inferno-Drachen hinterher, der hoffentlich jetzt auch den Prinzen wegmacht. Zweimal diese hier gezogen und einmal hier reingeblitzt. Komm. Jawohl. Jetzt wenigstens noch so ein bisschen pusten hier. Ja, das sieht gut aus. Ich sag's ja immer, sieht gut aus. Wisst ihr selber, ich kann's nicht. Ja. Jetzt aber zur völligen Überraschung des linken Bogenschützen hier ziehe ich hier meinen Rambock und die Prinzess direkt hinterher. Der geht durch und die Prinzess macht schon mal die Elite-Barbaren, die jetzt nämlich auf den Vormarsch sind hier. Das macht aber nichts. Wir kommen hier mit
ihm hier. Der brezelt die in jedem Fall weg, bevor die großartig Schaden machen. Setzen hier nochmal die Feuergeister vor dem Inferno-Drachen. Die springen beide rein. Der Inferno macht jetzt keinen Schaden hier. Knall kommt zu spät. Knall kommt zu spät. Macht aber nichts. Kommt, der Rambock geht noch einmal durch. Er kriegt nicht ganz den Schaden da unten durch. Doch er hat unseren Turm. Wir kriegen seinen Turm aber auch. Okay. Und Inferno-Drachen gleich nachgezogen. Der zwiebelt uns hoffentlich auch den Päcker noch weg. Die beiden können wir vielleicht ablenken hier. Und nochmal mit dem Rambock reingezogen an der Stelle. Jetzt muss ich hier aber die Prinzess eben mal ziehen. Und auch nochmal hier aus der Luft kommen. Ich hoffe mal, dass die jetzt nicht ganz so derbe durchgehen. Aber hier unten ist der Prinz. Ist natürlich eine harte Socke. Kann man nicht anders sagen. Und das wird spannend. 266, okay. Das wird nicht mehr spannend. Das wird nicht mehr spannend, denke ich mal an der Stelle. Ja, danke auch für das blöde Holz. Oh, der ist noch nicht durch. Ei! Und der geht jetzt nicht dahin. Okay. Dann haben wir doch noch eine Chance auf die Kronentruhe. Denn hier hinten mit dem King und dem Barbaren kann das noch was werden. Aber er braucht jetzt nur noch einmal das Holz schmeißen. Nein, wir haben es geschafft. Ew. Entschuldigung, wir haben es gepackt. Oh. Ja, super. Geil. Ja, so kann sich ein 51-Jähriger über solchen Mist hier freuen. Aber echt gut. Jawohl, ich kann die Kronentruhe schon mal öffnen. Und wo ist sie? Das mache ich jetzt auch gleich. Weil ich nicht genau weiß, ob ich die nicht gleich weiter befüllen kann. Nicht, dass ich hier einfach weiterkämpfe und die offen lasse. Das sieht gut aus. Ja, Lakaien. Oh, so viel Lakaien. Und 7-mal Musketieren. Ja, ist doch krass. Gute Truhe. Okay, 6 Stunden. gerade. Ach nee, das ist die Walküre. Ich würde sagen, oh, ich kriege noch einen. Jawohl, da haben wir 7 von 20. Und einen machen wir noch hier. Mal sehen, hopp oder top, ob wir gewinnen oder verlieren. Wir nehmen den Scharfrichter. Wir nehmen die hier, die kosten nur einen mehr als die kleinen Skellies. Und weil das eine Prinzenherausforderung ist, nehmen wir ihn auch mal. Ja, wir spielen auch mal, auch wenn ich ihn überhaupt nicht spielen kann. Ich habe ihn aktuell nicht im Deck. Gucken wir mal. Nehmen wir mal die einfach mal nach vorne. Ihn dahinter. Und dann schauen wir mal, was der Gegner bringt. Okay, der Gegner bringt da so eine komischen... Ah, den hat er mir gleich weggeblitzt. Okay, da hat er aber gerade mal sein Sepp jetzt vergoldet. Aber die Level 1 Prinzess ist natürlich ein gefundenes Fressen. So, das müsste eigentlich mein Bomber hier machen. Und direkter Konter hier, dass die ein bisschen was auf den Turm machen. Okay, ja, ich habe eine gute Def mit dem Scharfrichter, denke ich mal. Da brennt nicht viel an. Und jetzt wäre natürlich klasse, wenn ich den Prinz hier genau rauskriegen würde. Komm. Prinz. Zack, da ist er. Und er bringt da hinten so einen Kasten. Okay, der Prinz geht in jedem Fall jetzt mit durch. Wird die Barbaren da auf jeden Fall machen und noch ein paar Hits auf den Turm. Ja, sieht gut aus. Ich weiß, sage ich immer. Wir ziehen den hier gleich noch mit davor. Da macht er zwar unsere Prinzess, aber kriegt überhaupt seine Sachen jetzt gar nicht raus. Da machen wir ihm die Hütte jetzt auch kaputt, hoffe ich. Ah ne, die läuft aber jetzt aus, die Hütte. Und kontert er hier zwar mit seiner Kobold-Gang. Aber die können wir kontern und auch die hier unten können wir kontern, denke ich mal. Na komm, nicht... Ah nein! Jetzt habe ich meinen Blitz auch, meinen Sepp da auch noch verbraten. Nun ist scheiße. Die setze ich hier und der kommt noch mit dazu. Jetzt muss ich schon wieder ein bisschen verteidigen. Mein Scharfrichter
erledigt jetzt einiges hier. Jetzt kommen hier Kobolde. Und die Gang kann ich in jedem Fall ablenken hier. Ja. Die Gang kann ich ablenken. Wir nehmen mal noch die Prinzess mit dazu und ihn hier auch. Diesen komischen Bombenschmeißer. Aber wir müssen hier verteidigen. Wir müssen verteidigen. Oh, oh, oh. Das müssen wir hart verteidigen. Scheiße. Nein, 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 nein. Nicht mein Turm da in der Mitte. Ah, jetzt hat, ist er doch so leicht im Vorteil. Hat noch einen Blitz parat. Okay. Jetzt hat er zwar gerade seine Pfeile vergeicht, aber der macht jetzt nochmal einen Hit hier auf den... So, ich musste den jetzt einfach mal gerade so setzen zur Verteidigung des Ganzen. Aber die Barbaren gehen noch dadurch. Er versucht es nochmal mit einem Blitz. Ja, das war sicherlich nett. Aber jetzt gehen wir schon in die sogenannte Nachspielzeit. Da gucken wir mal, wie wir hier jetzt weiterkommen. Und er muss natürlich echt nicht viel machen hier. Das könnte jetzt noch zu meinem Problem werden. Dass er mit der Masse der Truppen hier doch ganz gut durchkommt. Ah, okay. Da hat er nochmal den Dicken gehabt. Dann waren das meine drei verlorenen Kämpfe. Ist nicht so schlimm. War eine ganz coole Sache. Ich wollte das Event nur nicht verpassen. Morgen schaffe ich es nämlich nicht. Kann jetzt noch die Truhe hier öffnen. Gucken wir mal, was die Prinzenherausforderung noch für uns gebracht hat. Okay, Skelettarmee einmal. Das ist gewesen. Ja. Damit ist das Event für mich vorbei. Aber ich könnte es jetzt nochmal spielen, denn das Event kann man, glaube ich, so wie ich das mitbekommen habe, so oft spielen, bis man keine Juwelen mehr hat. Das mache ich aber nicht, weil ich muss den Prinzen nicht wirklich haben. Versuche mit diesem Deck hier weiterzukommen und öffne jetzt noch diese Truhe hier. Das war es für mich für heute mit Clash Royale, denke ich mal. Wenn euch also die Herausforderungsfolge hier mit mir gefallen hat, dann lasst mir am Ende einen Daumen nach oben da und ich verbleibe, wenn euer Toto wieder mit dem Volke clasht. Und tschüss.